kleine Launifisch. Launderfisch. So, jetzt brauche ich noch Kohle. Kohle. Fackelala. Voll die viele Fackeln hier gerade gesetzt. Ja, weil der Zentrum sehr Angst hat. Um Sand wegzukriegen. Jetzt kommen die bösen Zombies. Und knabbern sein Po weg. Wir können auch nicht. Sleep at night. Eins von dem Superessen? Jawohl. Gott. Gott. Perfekt. Perfekto. Ich hab noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ah, wie ist das schon hinkriegen? Ja. So, warte mal, hier ist jetzt auch noch Kalk. Das heißt, wenn ich die Hütte abreiße, habe ich auf jeden Fall Kalksteine schon mal. So, bin ich gerade zu Hause? Ja, ne? Ja, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt ein paar Stacks Sand geholt. Okay. Und wollte jetzt schon mal wieder ein bisschen was bauen hier. Achso, ich muss ja chiseln. Glas chiseln und zwar mit dem Stone Frame. Muss mal in die Kiste gucken, wo da eine Hopper drin ist. Eine Einzelkiste. Wo soll das denn sein? In der Hütte vorne. Hä? Vorne in der Hütte. Vorne in der Hütte. Ah, die ganz kleine Ein-, okay. Oh, ein bisschen Sand. Nein, brennt ja gerade auch mein Sand, den ich mitgenommen habe. Ist das schon mal gut? Ja. Das ist, was ich gerade bekommen habe. Ja, kann man auch noch verbrennen. Das ist doch nicht schlecht. Jam. Gut. Achso, da ist ja auch noch Fenster. Kürbis und Melonen wieder wachsen. Ja, jetzt wachsen sie ja. Aber auch nur, weil wir draußen sind. Ja, aber haben ja vorher gar nicht gewachsen. Ach, mein Gott, fick dich in Arschspiel. Sind geschrumpft. Hey. Wie wollte ich das denn mit dem Dach machen? Naja, wollte ich ja noch ein Dach machen, dann so. Und dann so Fenster noch einbauen. Doch, mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wollen nicht mal so hochkommen. Wir sollten uns echt mal überlegen, dass wir vielleicht die Ender Pouches und die Ender Chests mit reinnehmen. Also nur die beiden Dinger. Ja, wenn du das hinkriegst. Ich glaube, das ist noch nicht mal schwer. Ich glaube, man muss einfach aus dem anderen Mod alles rausschmeißen und das drin lassen. Ja, das war's auch schon. Können wir das ja machen, ist ja kein Problem. Aber das ist besser auch für weite Reisen und so. Und dass wir vielleicht Chunkloader rein, ne, machen. Ja, Chunkloader würde ich auch sagen. Ja, halb so weit die Dinge auseinander pflücken. Modpacks. Ja. Also die Mods, eher gesagt. Und nur das nehmen, was ja auch wirklich, was brauchen. Nicht wirklich viel verändert in der Welt. Nee, also Chunkloader ist schon ganz okay. Und halt Ender Pouch und Ender Chest. Ja. Und da sage ich auch nicht mal nein. Apropos. Ender Chest. Ja. Tank. Brauchen wir noch. Naja. Ja, obwohl, Tank. Tank würde ich jetzt nicht machen. Nein, ich meinte ja nur die Chest. Ja. Brauchen wir nicht so lang von dem Haus bis da unten hin vor, sondern ach, warum nicht? Dementsprechend eine Verteilerkiste hinsetzen, wo das dann vom Haus alles drin landet. Und halt eine Kiste, die dann alles im Bereich hin tut und dann alles dementsprechend wieder auffüllt. Ach, das macht nichts. Ja, stimmt eigentlich auch. Naja, das mit den Pipes ist nicht schlimm. Meinst du mal Magnet an? Meinte jetzt eigentlich nur. Man könnte das so machen. Ja, könnte. Ich hätte gern
Ich weiß nicht, ich hab's in einem Mod gab's das. Ich weiß gar nicht, gibt's da. Ich glaube bei Thermal Expansion. Eigentlich so eine Art Sägemühle. Oder eine Säge. Oder wenn du die nutzt, die auch ein bisschen teuer ist, dass du da statt 4 Holzböcke vielleicht 5 oder 6 rausbekommst. Okay. Ja, das ist. Es muss ja nicht alles billig sein. Und so wirklich schnell kriegst du die Ender-Chesten ja auch nicht. Sind ja auch nicht gerade billig. Ich glaube, für Ender-Chest brauchst du sogar Blaze, oder? War das nicht so? Ja, meine ja. Ja, Blazer brauchst du 4 Stück. Also wirklich billig ist das nämlich nicht. Übertreibhund. Wir können ja auch sogar so gut sein und einfach mal sagen, ja, wir machen einfach den anderen Mod rein, der alles noch teurer macht. Ach, Deus. Deus Ex war das, ne? Ne, wie ist der denn? Okay, wie heißt denn der Mod? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber das ist halt der, der die Sachen halt teurer macht alles. Dann wäre das ja auch nicht so, noch nicht mal so schlimm, wenn man manche Sachen reinmacht, weil man die echt schwerer dann dadurch trotzdem kriegt. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Okay, gibt's hier, wenn man hier. So, da gibt's so eine Art Säge. Mill. Ja, da gibt's die Windräder, stimmt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich da so eine Art Windrad baue, wie so ein holländisches. Mal gucken. Vielleicht als Mühle. Ja, war ja eigentlich auch so meine Idee, eine Mühle. Also nur mit so einem Wasserrad an der Seite. Ich dachte jetzt einen mit dem Windrad. Ja, ich hatte halt die Idee, so ein kleines Bächchen, was da runter geht und dann halt eine Mühle ran, wo dann die Wasserräder an der Seite sind. Ja, wie ich das jetzt am Haus hab, ne? Ja, ja, aber halt anders. Aber das ist ja, was ich zu Anfang schon zu dir meinte. Mann, alles noch gucken. Schauen. Meine Axt ist fast kaputt. Ja, meine Spitzhacke. Nochmal ein Krummkrabbel. Reparieren ist halt so teuer. Ja, stimmt. Ja, gut, du hast Modifiers drauf, ne? Ja. Bisschen C1 Zeit nur, aber trotzdem. Trotzdem. Das ist auch nicht dir. Ja, okay. Dann ist das natürlich wieder was anderes. Ja. Jetzt Eisen. Hat haben wir ja. Ein paar haben wir ja schon mittlerweile. Oh, mein Arm juckt. Der Arm juckt. Oh, dein Arm juckt? Arm juckt. Er hat gesagt, wir können ja ab und zu mal immer ein paar Sachen noch hinzufügen. Ja. Was nicht wirklich viel an der Map verändert. Was verändern? Was man aber. Das verändert ja nicht alles viel. Nee, deswegen sage ich ja. Was eigentlich nur ganz gut reinpasst mit dann. Trotzdem. Warum? Was warum? Naja. Will den Carpenter-Block da reinsetzen, dann ballert den voll in den Zaun rein. Und wenn er nicht den abbauen wollte, dann haut er den Carpenter-Block mit ab. Komisch Spiel. Oh, komisch. Okay, 21 Level werden das. Und so rum nur 4, okay. Und die habe ich gerade nicht mehr. Von einem Monsterfall. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn Spawner eigentlich? Haben wir schon einen in der Nähe gehabt? Ja, der war weiter weg. Ja, okay. Kann halt gerade mal ein bisschen brennen und dadurch Erfahrung. Ja, da kriegst du auch Erfahrung durch, richtig. Ich hab auch noch irgendwo Eisen gehabt. Ja gut, da kann man ja so eine. Kann man vielleicht auch noch später die Kühe schlachten dann dadurch. Ja, klar. Das ist ja auch noch brennen, das Fleisch. Alles mit seiner Zeit. Deswegen, das ist auch das Gute mit den Chesten halt. Wenn man Ender-Chests drin hat. Kann man ein bisschen weiter weg was bauen. Und wenn man Shankloader hat, dann kommt es trotzdem an, wenn du da was reintust. Und wenn du gerade auch unterwegs bist und
sag mal jetzt Sandkrebs nur oder in der Höhle bist, ja, dann hast du den Enderpunch. Schmeiß es da rein und bist fertig. Da ist Eisen, okay. Wir haben ja auch noch zwei Kisten mit Sand drin. Ja, ich habe auch noch ein paar Sticks im Inventar. So, dann können wir mal noch das Eisen. Naja, ich sag's ja nur. Ist gerade hier. Ganz vorsichtig Holz setzen. Aber bei Carpenter ist es immer so blöd. Wann hast du eigentlich Kopper gefunden? Kopper? Aber schon länger. Bringt Gold eigentlich Erfahrungspunkte? Gold? Klar, wenn alles was verschmilzt. Okay. Sicher. Schmelzen bringt immer Erfahrungspunkte auch. Auch wenn ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe jetzt immer das Glas sein, diese automatischen Dinge, ne, wo ich eigentlich das Brot immer mache. Da könntest du das Glas brennen lassen, könntest du das Glas rausnehmen, gibt es auch Erfahrungspunkte. Bist du noch zu Hause? Ja, ja. Ja, ich bin zu Hause. Ich geh grad schlafen. Ich wollte gerade sagen, kannst du da mal schlafen gehen, dann kann ich hier noch in Ruhe den Boden verlegen. Du kannst auch nicht Swing Night. Es ist dunkel, ne? Und ihr könnt auch nicht Swing Night. Gut. Eigentlich kann man immer schlafen. Gut sagen. Zu den Bienen müsst ihr euch gleich nochmal. Oder gucken, dass man die automatisiert. Das habe ich auch nochmal aus Swing gemacht, wenn die Bienen was mal geleert hatte. Neue ja, Bienen, aber die gehen ja auch schnell voll wieder. Bleibt denn hier aus, die sind schnell wieder voll. Na, fuck. Durst, den man durch das Labern kriegt, ey. Warum ist der Block jetzt draußen? Willst du mich verarschen? Ja. Log, komm her. Komisch, ey, wir kriegen keine Erfahrung dadurch. Durch was? Durch Eisen und Goldschmelzen. Mhm. Das ist ja immer. Eigentlich ja. Aber durch Kopper ging das, wo ich das rausgenommen habe. Okay.